Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Commentary auf meinem Kanal. Ja, heute geht es nach vielfachem Wunsch um die 1185 A2 und um die Farmers. Deswegen würde ich sagen, legen wir gleich mal los mit der Farmers. Ja, der Damage der Farmers, der ist wirklich gut und der ist im oberen Mittelfeld der Assault Rifles. Jedoch nimmt er leider sehr schnell über die Range ab und die Range ist generell auch nicht so berauschend, deswegen nur im Nahkampf. Dazu werde ich später nochmal mehr kommen. Die Rate of Fire ist wirklich sehr, sehr gut. Die ist die zweitbeste im ganzen Spiel. Die beträgt nämlich 922. Und nur die Aswal ist noch schneller mit 1200. Ich beziehe hier die Informationen aus dem Comparison Tool. Und die Kugelgeschwindigkeit der Farmers liegt bei 575 Metern pro Sekunde und ist damit Durchschnitt. Und genauso wie die maximale Reichweite mit 230 Metern pro Sekunde ist auch Durchschnitt. Die Reload-Time beträgt 4,75 Sekunden und ist damit, ja, Mittelfeld oder schlechtes Mittelfeld. Es gibt Waffen, die laden länger nach, aber es gibt auch viel kürzere. Ja, das M-Down-Seil beträgt 0,2 Sekunden und ist Standard. Und das Delayed Weapon Switch, habe ich schon im letzten Part erklärt, beträgt 0,4 Sekunden, ist damit um 0,1 Sekunden höher als zuvor 16 Carabine. Aber nun kommen wir zum Gameplay der Waffe. Der Recoil ist nicht im ADS, ist einfach im ganz normalen Spielen. Auf Close Quarters Combat okay. Aber sonst ist er nicht kontrollierbar. Jedoch, wenn man anvisiert, also im ADS ist, ist er kontrollierbar und trotzdem wirklich nur auf dem Close Quarters Combat, das heißt im Nahkampf zu verwenden. Jedoch, wenn man es schafft, kann man auch auf Midrange gehen und zwar dann muss man schon langsam beginnen zu bursten, aber das sollte man auch hinbekommen. Ja, ich würde die Waffe, wie gesagt, auf Close Quarters Combat empfehlen und Midrange, aber da nur eher der Anfang, weil der Recoil dann doch ein bisschen mehr zu Problemen macht. Die Map-Empfüllungen, ich würde sie, wenn man sie alleine spielt, ohne 1185, dann würde ich sie auf Sharky Assault empfehlen oder auf Bastard Assault und Bastard Rush, da es dort viel mehr Close Quarters Combat als bei Sharky Rush zum Beispiel. Ich weiß, die zweite Stage ist schon sehr Close Quarters Combat lastig, jedoch die dritte und vierte Stage, wo hast du da Close Quarters Combat, außer bei den Häusern. Deswegen, ja, nur die Maps. Ja, dann kommen wir mal zum Aussehen der Waffe. Sie hat ein typisches Ballpop-Design, das bedeutet, dass das Magazin hinter dem Griff ist. Und damit wird automatisch eine Laufverlängerung erreicht, was dann in Real Life eine höhere Präzision verursacht, sag mal so. Außerdem hat sie Glasfaserpunkte im Visier. Das heißt, links und rechts sind Glasfaserpunkte für die Nacht, falls man jetzt in der Nacht spielt. Also, spielt in Anführungsstrichen, also in der Nacht kämpft. Im Real Life helfen sie beim besseren Visieren und man weiß, wie man es halten muss. Und auch eben beim Korn ist auch ein Glasfaserpunkt. Und man muss einfach eine Linie halten und dann weiß man, okay, ich treffe oder ich treffe nicht. Der Sound, ja, das ist schon ein bisschen tückisch. Es ist so der typische Sharky Rush Sound. Ich hör die Farmers, ich gehe hier weg. Und sie ist überall auf Sharky verhasst. noch ein Nachteil hat der Sound. Man hört sie wirklich sehr, sehr stark von Weitem, da es wirklich keine andere Waffe gibt, die so ähnlich oder genauso klingt. Das ist ein relativer großer Nachteil. Ja, kommen wir nun mal zur L85. Meiner früheren Lieblingswaffe, da sie wirklich früher einfach OP war, noch stärker als die Farmers, fand ich. Ich weiß, manche sagen, Farmers war früher OP, also noch stärker als L85, aber beide zusammen, aber dazu komme ich später nochmal. Ja, beginnen wir da wieder mit den Stats. Der Damage ist top, also erste Sahne. Vor allem der Long Range Damage. Mit Viper Max und den High Power Ammo ist es sogar der größte Long Range Damage der Assault Rifles. Hallo? Sogar 26 bis 31. Ich glaube, die spinnen. Das ist doch. Und der Midrange Damage ist dann genauso hoch. Also mit High Power Ammo. Und der Nahkampf Damage ist auch bis 30. Hallo? Auf viele Distanz fast 30 Damage oder über 30 Damage. Das ist doch. Hallo? Es ist einfach grandios.
Und ja. Und bei anderen, man merkt auch, dass der Damage sich wirklich verdammt gut hält. Und wie es jetzt auch noch steigt. Zum Beispiel der Farmer ist jetzt, da sinkt der Damage über Range. Aber nein, da steigt er auch noch mit Attachments. Also das ist wirklich ein Top-Punkt der L85. Ihr Damage. Die Rate of Fire, ja, das sieht wieder anders aus. Der trägt nämlich nur 400 Schuss pro Minute und ist damit die schlechteste Assault Rifles. Jedoch ist das beabsichtigt und zwar, das erfahrt ihr nämlich gleich beim Gameplay. Ja, dann gibt es noch ein paar andere entwürdige Informationen und zwar die Kugelgeschwindigkeit. Ist wirklich die beste der Assault Rifles. Sie beträgt nämlich 675 Metern, habe ich auch schon im vorsichtigen Colorblind Cast angesprochen und ist wirklich top. Die maximale Reichweite liegt bei 270 Metern, ein wirklich verdammt guter Wert. Die Realtime ist, ja, ein nicht so guter Wert, nämlich 4,8 Sekunden ist damit nochmal um 0,05 Sekunden langsamer als die Farmers. Und ja, ihr wisst, Realtime ist ein leidiges Thema, deswegen, naja, jede Waffe muss ihre Nachteile haben. Ja, der ist Aimed on Sight, das heißt, bis man fertig anvisiert ist, beträgt 0,2 Sekunden und ist wieder Standard. Das Delay to Weapon beträgt 0,4 Sekunden und ist, ja, Mittelfeld. Also mir fällt gerade keine Waffe ein, die eine schlechtere ist. Mir fällt nur gerade eine ein, nämlich die vorsichtigen Carabine, die eine bessere hat. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich mich momentan noch nicht so sehr mit anderen Waffen beschäftigt habe. Und ja, dann kommen wir mal nur zum langersehnten Gameplay der L85 A2. Der Recoil ist nicht ADS sehr, sehr, sehr stark. Also, die kann man fast überhaupt nicht kontrollieren. Natürlich ohne Attachments, aber das Gameplay, was ihr da auch gesehen habt bei der Farmers, das war beides mit Nemesis Dog, deswegen sieht es ja noch möglich aus. Aber ohne, ihr glaubt nicht, das ist die reinste Hölle. Also, und im ADS ist er wirklich deutlich schwächer. Und, aber geht leider trotzdem immer noch nach rechts oben deutlich. Wenn man Attachments drauf hat, ist er wirklich verdammt gut zu kontrollieren und ist auch wirklich sehr, sehr gut für Mid- und Long-Range geeignet. Ja, dann kommen wir gleich mal zu den Range-Empfehlungen. Habt ihr schon gehört, Mid- und Long-Range. Was gibt's denn mehr zu sagen? Für Close Quarter Combat ist die Rate of Fire zu niedrig. Damage ist zwar top, aber Rate of Fire, ne? Und Mid- und Long-Range, ja, Rate of Fire passt perfekt dafür. Was will man mehr? Man kann dann fast eher ein bisschen mehr Full Auto gehen. Konnte man früher. Jedoch kann man es jetzt nicht mehr, man muss es leider nicht mehr ganz so oft Full Auto gehen. Auf Midrange geht es ja noch, wenn man stark dagegen hält. Jedoch spielt ja das Spread nicht mit und ja. Meine Map-Empfehlungen sind mit meinen Attachments, die ich habe, eigentlich alle Maps. Bis auf Sharky Assault. Aus dem Grund, dass Sharky Assault viel zu Close Quarter Combat lastig ist. Aber Sharky Rush passt perfekt. Besser Rush passt. Omen muss man zwar ein bisschen üben wegen den langen Distanzen, aber wenn man das mal drauf hat, das ist auch kein Problem. Dragon Rally ist auch kein Problem, wenn man es mal drauf hat. Also, ja, auch hier aussehen ist genau fast so ähnlich wie bei der Farmers. Also gleiches Prinzip, gleiches Bullpup-Design. Das heißt einfach Magazin wieder hinter dem Griff. Und der Lauf ist auch wieder verlängert, was eine höhere Präzision hervorruft. Und genau das gleiche, du hast, man hat, zwei Glaswasserpunkte an der Kimme. Jedoch ist die Kimme nicht rund, also nicht so rund in Anführungsstrichen wie bei der Farmers, sondern ist nach oben offen. Und beim Korn ist auch wieder ein kleiner Glaswasserpunkt, was das Zielen auch wieder ein bisschen erleichtert. Ja, dann kommen wir mal zur allerwichtigsten Frage, die ihr euch sicherlich stellt. Und zwar, sind diese zwei Waffen immer noch overpowered? Nein, sind sie nicht. Es gibt viele andere gute und bessere Waffen zum Teil. Und auch nicht als Kombi? Nein, es gibt immer noch viele gute und bessere Kombinationen. Weil, zum Beispiel, also, sie passt natürlich genauso wie das Faust, wie die Faust aufs Auge. Die passen natürlich perfekt zueinander. Eine komplette Nahkampfwaffe und eine komplette Fernkampf- oder Midrange-Waffe. Es ist perfekt. Jedoch sind ihre Nachteile manchmal so gravierend bei der Farmers. Wegen der hohen Rate of Fire hat man manchmal ihr Magazin, ist einfach so schnell leer. Da habe ich ein, zwei Gegner getötet und dann war das Magazin leer und ich muss irgendwo verstecken und warten, bis es nachgeladen ist und dann kommt das Problem, die beiden haben eine so lange Reload-Time, deswegen ist es nochmal schlimmer. Da würde ich eher so Waffen empfehlen wie AEK und 46 Carabine, wenn man die 46 Carabine auf Fernkampf attached oder so
ja, komische Kombination wie AK-47 und Stayhawk. AK-47, top Nahkampfwaffe wegen dem hohen Damage. Und Stayhawk, guter Allrounder. So, aber natürlich, ja, sie ist einfach eine gute Kombination. Man kann nicht sagen, dass diese Kombi scheiße ist. Sie ist einfach gut, aber nicht OP. Es gibt bessere, zum Beispiel, als Sniper. Gibt's eine Shotgun, kann man eine Shotgun auf Schnellrepetierer nehmen, was, wenn jemand nicht weiß, was ein Schnellrepetierer ist, dann ist zum Beispiel eine L96, also eine Waffe, bei dem der Hebel sehr schnell zurückgezogen wird. Ich weiß, man kann zwei verschiedene Klassen nicht miteinander vergleichen, jedoch eine OP-Klasse ist, bedeutet für mich, dass gegen alles keine Chance hat. Also wenn irgendwelche Waffen Sachen OP sind, dann haben sie gegen alles gewonnen. Und das ist einfach nicht wahr. Zum Beispiel eine Shotgun macht die Farmers im Nahkampf locker weg. Zum Beispiel MK3-1 oder USS Elite. Da hat die Farmers keine Chance im Nahkampf. Auf Longridge, wenn man es kann, hat die L85 keine Chance gegen das Sniper-Gewehr. Deswegen, man muss immer mit dem Begriff OP ein bisschen aufpassen. Also sie sind gut, aber nicht OP. Also, keine Sorge, die wurden deutlich downgepatcht. Deswegen, OP sind sie nicht mehr. Ich sag's nochmal, das auch bei euch richtig in die Gehirne frisst, die sind nicht mehr OP. Es gibt viele andere gute Kombinationen. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder angeschaut habt. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da und schreibt mir bitte in die Kommentare, welche Waffen ihr noch so sehen wollt. Außerdem schreibt mir Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!